Beim Gepäck muss man aufpassen, aber wenn man im Freien übernachtet, braucht man einen gescheiten Schlafsack. 3000 Sinn. Wir leben in den Berg und wir sollen schon schauen, dass wir die Berge wirklich erleben. Dazu ist es notwendig, dass man bei Wanderung auch mal stehen bleibt und ganz bewusst die Berge anschaut. Da spielt die Uhr noch keine Rolle. Die Berge, die Bäche, die Wasserfälle und die Blumen anschauen. Und vielleicht hat man sogar das Glück, die Tiere in freier Natur zu beobachten. Da braucht es aber schon einen geschärften Blick. Aber können wir sie klein machen. Ein Untergrund. Ach, sieh. Das war richtig gut. So, eine Würste ist jetzt etwas gut. Wow, das schmeckt aber echt gut. Moheim geht's ins Gut. Hey, seid's gut drauf? Ja. Sicher! Auf unserer schönen Natur muss man gut aufpassen. Die Schutzwaldgeister machen darauf aufmerksam. Zirbenzwerg! Lerchenkönigin, wo seid ihr denn bloß? Nein, die Fichte sticht und die Tanne nicht, denn ich bin keine Fichte. Bäume lerch richtig stehen, Fels und Stein halten sie zum Glück mit den Wurzeln fest zurück. Und jetzt alle und noch. Alle! Schnurriburi, Dalmajuri, du hast in deinem Leben so viele schon gesehen. Schnurriburi. Nein! Sei mal schon da. Oh mein Gott. Na? Gib mir gut, bin ich. Fuck. Sturzsache. Es macht Spaß, unter freiem Himmel zu schlafen. Soll ich dir eine Frage, Herr Lehrer? Das wird eine harte Nacht. Es ist jetzt schon kalt. Das ist auch gesagt, das Einzige, das Einzige. Alter, das Nein, es geht nicht. Warum? Der Lärm ist einfach normal. Ja. Nacht habe ich etwas gehört. Ich glaube, es war ein Viech. Es könnte ein Bär oder ein Wolf gewesen sein. Das Viech ist alle Nächte gekommen. Da habe ich geschrien, trau dich nur! Und dann ist davon gelaufen. Was es gewesen ist, weiß ich nicht.
Wir haben gleich 20 Minuten geschlafen. Wir haben eigentlich gut geschlafen. Ich habe den Puls der Natur gespürt. Mir ist es so gegangen. Wenn die Sonne ins Gesicht scheint, wenn die kühle Bergluft über die Hand streift. Es geht super, ja. Das kalte Wasser der Berge. Wenn man barfuß übers Gras geht. Wenn man auf dem Stuhl steht. Die Schönheit der Natur in den Blumen entdeckt. Helena, träumst du? Hey, wach auf, Lena. Was hast du denn geträumt? Ich habe was Schönes geträumt. Ich war mit meiner Familie am Meer. Das war so schön. Und ich habe sogar Delfine gesehen. Hä, hey, aber wieso warst du denn so unruhig? Da ist die Mama gekommen und hat gesagt, ab jetzt wohnen wir alle am Meer. Das ist unsere neue Heimat. Und da war ich froh, dass du mich geweckt hast. Ich liebe die Berge. Mir geht's auch leicht so. Das da hinten ist der Ortler. Gestern habe ich mir schon gedacht, zwei Mäntli da ist es noch weit. Aber wenn man es geschafft hat, ist man ganz stolz. Jetzt verstehe ich auch den Spruch, der Weg ist Ziel. Und wenn man das Ziel erreicht, ist es wunderschön.